Herzlich willkommen zu unserem Food Business Briefing. Im Mittelpunkt unseres heutigen Webinars steht die digitale Transformation in der Getränkeindustrie. Aus meiner Sicht ein sehr wichtiges und gar nicht so einfaches Thema, gerade auch wenn man vielleicht noch ganz am Anfang steht und sich da vielleicht auch die Frage stellt, wie sollte ich die Digitalisierung angehen? Und deshalb wollen wir Ihnen heute zeigen, wie die Digitalisierung angefangen vom Web bis hin zur Maschine gelingen kann. Und dabei wollen wir Ihnen aber auch digitale Lösungen vorstellen, die eben da eine wichtige Rolle spielen. Und das Ganze aber nicht nur mit dem Blick auf das Heute, also auf die Gegenwart, sondern dann auch mit Blick auf die Zukunft, also auf das Morgen, was da eben auch relevant sein wird. Und im zweiten Teil wird Ihnen unser Branchenexperte heute dann auch einige Best Practices vorstellen aus der Getränkeindustrie. Und das sind eben Beispiele von Unternehmen, die bereits erfolgreich Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte umgesetzt haben. Ganz kurz, vielleicht zu Beginn, noch ein paar organisatorische Hinweise. Das Webinar heute wird aufgenommen. Sie werden im Anschluss, werden wir Ihnen diese Aufzeichnung ja noch zusenden. Und falls Sie Fragen haben sollten des Webinars, Sie sind während des Webinars stumm geschaltet, aber Sie haben, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, in Ihrem Panel so ein kleines Chatfenster. Also wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie das gerne, stellen Sie Fragen. Wir werden am Ende des Webinars alle beantworten. Ja, zu Beginn vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu CSB. CSB ist der Branchen-IT-Spezialist für die Getränkeindustrie mit Hauptsitz in Geilenkirchen. Für die, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wo das ist ganz im Westen von Deutschland. Und CSB ist ein familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern und mittlerweile auch schon seit 40 Jahren am Markt. Und Sie sehen es hier auf dieser Folie, nicht nur in Deutschland am Markt, sondern auch international. Und mit mehr als 40 Regionalorganisationen konnten bis heute 1200 Installationen in 50 Ländern umgesetzt werden. Das nun mal ganz kurz vorab, ein kurzer Überblick über CSB. Ich würde Ihnen dann jetzt auch noch ganz kurz unseren Branchenexperten heute vorstellen. Das ist Frederik Schulte. Und Frederik leitet seit 2019 die Getränkebranche bei CSB, hat in diesem Bereich wirklich viele Erfahrungen auch schon sammeln können, was Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte in der Getränkeindustrie betrifft und kann Ihnen deshalb eben heute gute Tipps auch aus der Praxis, also sehr praxisnahe Erfahrungen an Sie weitergeben und ja, Ihnen da so ein bisschen auf dem Weg zum digitalen Unternehmen helfen. Und an dieser Stelle würde ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen oder weiter vorstellen. Ich glaube, Frederik wird sich selber auch noch kurz vorstellen und deshalb würde ich das Wort auch direkt an ihn übergeben und wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Ja, vielen Dank, Eva, an der Stelle. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen heute zu unserem Food Business Briefing für die Getränkebranche. Wie meine Kollegin das gerade einleitend schon darauf hingewiesen hat, ich bin heute bei CSB als Branchensoftware-Experte für die Getränkebranche, Getränkeindustrie wie auch Getränkehandel zuständig. Vom Hintergrund bin ich seit über 10 Jahren in der Getränkebranche tätig, in Produktion als auch im Handel zuletzt. Von daher bringe ich einige Erfahrungen mit, die ich heute eben Ihnen, den Partnern und Kunden im Bereich Digitalisierung und im Bereich der Optimierung der Prozesse gerne zur Verfügung stelle. In den nächsten 20 Minuten möchte ich von meiner Seite einen Ausblick über aktuelle Themen geben, auch über Möglichkeiten der Digitalisierung möchte ich die andeuten. Dann eben im Anschluss einige Praxisbeispiele von unseren Partnern nennen und im Anschluss oder abschließend nochmal einen kleinen Ausblick auf weitere Lösungen in unserem Produktportfolio hinweisen und stehe dann gerne auch für Fragen zur Verfügung. Ja, Sie sehen es auf dem ersten Slide, die Herausforderungen in der Getränkebranche. Die Herausforderungen sind immens, sind vielfältig und sicherlich in den letzten Monaten, im letzten Jahr gestiegen. Wir haben es auch in der Getränkebranche heute mit einer weitaus komplexeren Supply Chain zu tun und Prozessen, die heute global abgebildet werden, wie sie früher nicht existierten. Gleichzeitig sind auch Konsumentenanforderungen gestiegen. Der Konsument heute, der gibt sich nicht mehr mit einem Label zufrieden. Der möchte auch wissen, was ist denn heute in der Flasche drin? Und das, was in der Flasche drin ist, wo kommt es denn her? Gleichzeitig, vor allem in Deutschland, sind wir einem extremen Preisdruck ausgesetzt.
ob ich heute Spirituosen vermarkten möchte, ob ich Bier absetzen möchte oder Wein verkaufe. Für diese Bereiche gibt es einen unheimlich großen globalen Wettbewerb, internationalen Wettbewerb in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Das erhöht natürlich den Preisdruck. Gleichzeitig, wer mit dem Lebensmitteleinzelhandel, wer mit den großen Handelsketten kooperiert, der weiß natürlich auch, die Anforderungen von dieser Seite sind stetig gestiegen und führen auch dazu, aufgrund des Preisdrucks, der von der Seite kommt, dass Margen kleiner werden. Natürlich auch der Gesetzgeber stellt Anforderungen an uns, an Sie, die Auflagen an Verbraucherschutz und dann aber auch an die Compliance sind gestiegen. Und nicht zuletzt dann eben aber auch externe Faktoren. Hier spreche ich von politischen Einflüssen, der Brexit zum Beispiel, der Lieferströme umleiten muss oder dann auch Lieferketten komplett abschneidet. Die Pandemie, die uns in den letzten Monaten, im letzten Jahr betroffen hat, oder aber auch Witterungseinflüsse heute. Die Ernten sind nicht mehr so vorhersehbar, die Rohstoffe, man kann mit den Erträgen nicht mehr so sicher rechnen. Das sind alles Themen, die heute dazu führen, dass wir eine Unsicherheit haben und eben auch mit diesen wirtschaftlichen Veränderungen, aber auch mit diesen externen Anforderungen umzugehen lernen müssen. Eine Möglichkeit, die hier eben bietet, Transparenz und Flexibilität zu schaffen, ist eben ein System, das nicht nur noch den Warenstrom abbildet, sondern eben in Zukunft auch es möglich macht, darüber hinaus Drittsysteme einzubinden, gegebenenfalls in die Planung Personal zu integrieren, genauso wie auch Finanzen oder andere Bereiche in eine integrierte Software zu integrieren. Kurzum, Unternehmen, die heute Flexibilität und Transparenz und Effizienz in ihren Prozessen anstreben, brauchen eine Gesamtressourcenplanung. Und diese Gesamtressourcenplanung schaffen wir heute mit einer integrierten Lösung, mit einer integrierten Datenerfassung von Anfang bis Ende. Und CSB bietet sowas. Mit unserem ERP-System stehen wir genau eben hier Unternehmen in der Getränkebranche, darüber hinaus auch in der Lebensmittelbranche zur Verfügung und unterstützen auf ihrem Weg. Ja, was sind Themen? Was sind aktuelle Möglichkeiten? Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich einsteigen? Ich habe es erwähnt, wir wollen die Supply Chain transparenter machen. Wir wollen flexibel werden. Wir wollen vielleicht auch Absatzkanäle schaffen und Margen steigern. Nicht zuletzt, das ist ein Optimierungsschritt, möchten wir Prozesse auch automatisieren und damit auch beschleunigen. Wie können wir das umsetzen? Wenn Sie daran denken, heute auszuzeichnen, wenn Sie an eine lückenlose Rückverfolgung denken von Waren, von Artikeln, wenn Sie daran denken, heute LMIV-konforme Kennzeichnung von Nährwerten oder auch Allergenen auf Verbraucherverpackungen auszuweisen, dann ist es notwendig, eine integrierte Datenerfassung zu implementieren. Eine, die im System Daten zu einer Kennzeichnung, zu einer Identifikation automatisch an Etikettiersysteme im Wareneingang, aber auch bis hin zum Warenausgang, bis zu einem Versand automatisch übergibt und damit letzten Endes herstellerunabhängig eben kundenindividuelle Artikelauszeichnungen betreibt. Das kann über NVE-Etiketten passieren, es kann aber genauso gut über sogenannte RFID-Chips passieren. Diese Möglichkeiten habe ich heute, Einheiten, Chargen, Verpackungen, Gebinde jeglicher Art auszuzeichnen und zu identifizieren. Damit erziele ich eben nicht nur eine lückenlose Rückverfolgung oder eine ja, gesetzeskonforme Kennzeichnung, sondern ich habe in dem Moment auch die Anforderungen erfüllt, die es bedarf, um eben heute mit Kunden, mit Lieferanten oder Traceability-Datenbanken einen Austausch herzustellen. Ein nächster Bereich, ein nächster Schritt könnte sein, Sie alle haben es wahrscheinlich mitbekommen, vielleicht tun Sie es heute auch schon, E-Food
ist im Fokus heute und ist inmitten der Wirtschaft angekommen. Wenn Sie im B2B-Segment tätig sind, dann wissen Sie auch, jetzt bleiben wir oder nehmen wir das Beispiel der ultrafrischen Produkte, frisch gepressten Smoothie zum Beispiel. Nach einem Bestelleingang, Auftragseingang, die Zeitspanne zwischen Auftragseingang und Versand der Ware, der wird gerade im ultrafrische Bereich umso geringer, aber grundsätzlich dieser Zeitraum ist gering geworden. Und hier ist es natürlich umso wichtiger, dass ich alle Daten, die ich, wenn ich jetzt beispielsweise ein Webshop-Portal anbinde, einen digitalen Verkaufskanal generiere, dass ich diese Daten aus einem System, aus einer umfassenden Warenwirtschaft zur Verfügung stelle, mit Allergenen, mit Angaben zu Nährwerten. Genauso ist es wichtig, an der Stelle eine optimale Logistik mit zu integrieren. Nur so, und das gelingt mir eben, wenn ich ein ERP-System mit einer integrierten Datenerfassung eben daran ankoppel, nur so kann ich einem Geschäftskunden heute ein Einkaufserlebnis bieten, wie ich es vielleicht auch schon privat über B2C-Shops kenne. Und dadurch schaffe ich mir einen Wettbewerbsvorteil und differenziere mich auch von Mitwettbewerbern. Sowas bietet CSB an. Wir haben sowas ohne Schnittstellen und Medienabbrüche und können sowas dann auch ganz Kunden individuell über Produktkataloge oder dann auch individuelle Preise und Rabatte implementieren. Ein nächster Schritt ist die Integration und hier die Verknüpfung der verschiedenen Prozesse und Teilbereiche von Beschaffung bis hin zum Absatz. Sie alle möchten planen, Sie möchten sicher planen und das auf den unterschiedlichen Planungsebenen. Von kurzfristig bis langfristig, eine strategische Planung ist wichtig. Um diese Planung sicher zu machen, ist es zwingend notwendig, eine Datenerfassung von Anfang bis Ende schlüssig zu machen. Wir brauchen Daten und müssen Daten aus Beschaffung, Produktion und Lager zusammenführen. Nur so können wir heute den Einsatz in einer späteren Produktionsplanung von Maschine, von Material und aber auch Mensch optimal einsetzen. Das gilt in der Produktionsplanung, das gilt aber genauso auch in der Beschaffungsplanung. Auch hier brauche ich eben all diese Daten. Wenn ich heute vermeiden möchte, dass es Engpässe zu Rohstoffen gibt oder dass es Engpässe bei der Leergutbesorgung gibt, dann brauche ich eben diese einheitliche Datenerfassung, dann brauche ich die Absatzaufträge, um zu wissen, was muss ich denn für morgen produzieren und was sind meine Bedarfsmittel für die Produktion. Das alles lässt sich über ein integriertes System natürlich reibungslos abbilden und letzten Endes hier auch Qualität und Prozesseffizienz integrieren. Jetzt habe ich ein, zwei theoretische Bausteine Ihnen vorgestellt. Jetzt möchte ich aber auch noch einen Blick auf die Praxis werfen. Wie sieht es heute aus? Wie sieht es bei Kunden, bei Partnern aus, mit denen wir in den letzten Jahren die Digitalisierung, die ersten Schritte in der Digitalisierung vorangetrieben haben? Diese drei Unternehmen. Hoppla, jetzt sind wir fast forward unterwegs. Das wollten wir so nicht. Ich gehe mal zurück. Die drei Unternehmen, Diek und die Braukommune in Freistadt sowie auch Bäckers Best, das sind mittelständische Unternehmen, die mitunter teils branchenführend sind und alle eine gleiche Ausgangslage hatten. Es gab Insellösungen, es gab keine einheitliche Datenerfassung. Die Firma Diek sitzt in Hückelhofen, das ist bei unserer Zentrale in Nordrhein-Westfalen um die Ecke und gehört heute zu den Branchenführern, was Abfüllung und die Produktion und Entwicklung von Erfrischungsgetränken anbelangt. Die Firma wurde 1986 gegründet, war aber zu der Zeit damals ein reiner Getränkehändler. Heute ist die Firma in fünfter Generation ein Full-Service-Unternehmen. Sie handeln nicht nur Getränke, Handelsware, sondern sind heute auch im erheblichen Maße in der Produktentwicklung, im Produktdesign, in der Produktion und in der Abfüllung heute unterwegs. Und das nicht nur national, sondern exportieren heute nach China, in die USA, also sind international aufgestellt.
Wer in diesem Bereich, Sie kennen es vielleicht, die Oberhand behalten möchte und realisieren mag, der muss seine betrieblichen Abläufe in der Absatzplanung, in der im Qualitätsmanagement, der muss all diese Prozesse in den Griff kriegen. Und diese kriege ich nur in den Griff, indem ich eine integrierte Datenerfassung installiere. DIEK hat vor circa 10 Jahren mit CSB begonnen, seine Prozesse zu digitalisieren und hat eine Datenbasis geschaffen, die es uns heute ermöglicht, die komplette Wertschöpfungskette in den Griff zu kriegen. Es werden sämtliche Betriebsdaten entlang der Wertschöpfungskette, ob das Auftragsdaten sind, ob das Daten über Lieferanten, über Lieferungen, über Rezepturen sind, über Produktkalkulationen. All diese Daten werden dort erfasst, wo sie entstehen und dem System zur Verfügung gestellt. Mit diesen Systemdaten habe ich anschließend die Möglichkeit, eben die fließen in eine kurzfristige, aber auch in eine strategische Planung ein. Und das System CSB an der Stelle kann Aufträge bündeln, gleicher Gebinde, optimiert eine Abfüllplanung, eine Reihenfolge der Abfüllungen und vermeidet so Umrüstungen oder gar verkürzt die Rüstzeiten. Also hier haben wir in erheblichem Maße bei der Firma Dieck in den letzten Jahren die Produktion und die Effizienz in der Produktion und in der Abfüllung steigern können. Ich hatte es erwähnt, die Firma ist gewachsen, heute mit branchenführend, aber die Strukturen sind nicht in dem Maße gewachsen, wie es vielleicht bei einem Greenfield-Project sein kann. Somit gibt es einen internen Werksverkehr, der zum Beispiel den Materialfluss aufrechterhält. Um aber den Daten- und Informationsfluss nahtlos ineinander übergehen zu lassen, hat die Firma Dieck auch eine mobile Datenerfassung in Lager, in Kommission und in der Produktion eingeführt. Hier findet ein permanenter Abgleich zwischen Bestands- und Bedarfsinformationen statt. Diese Informationen fließen heute einem Absatz und einem Kommissionierer zu und daraufhin, pardon, wenn dieses System gerade springt, wir waren nämlich noch nicht fertig, diese Informationen fließen dem Absatz und den Kommissionierern zu und kommen letzten Endes einer verkürzten, einer schnelleren Auftragsabarbeitung zugute. Dann hatten Sie eingangs auf der ersten Folie zu DIEK noch gesehen, wir füllen ca. 280 Millionen Einheiten ab. Das Ganze auf 9000 Quadratmetern über 3 Läger verteilt. Die Anforderungen an eine Logistik hier sind immens. Und um in dem Falle Logistikabläufe optimieren zu können, hat Dieck einen automatischen Palettenetikettierer direkt an der Linie installiert, der heute aus der Warenwirtschaft Daten generiert. Das Ganze passiert GS1-konform. Es werden NVE-Etiketten erzeugt. Diese werden auf der Palette platziert und werden dann dem Lager zurückgemeldet. So erlange ich letzten Endes eine global gültige, gesetzeskonforme Kennzeichnung und erhöhe auch hier in erheblichem Maße die Produktivität. So. Ja. Die Braukommune, da möchte ich auch einen Blick drauf werfen. Die Braukommune in Freistadt ist eine traditionsreiche, eine mittelständische Brauerei in Oberösterreich. Hier, wie eingangs erwähnt, bei den Praxisbeispielen oder Referenzen war auch eine Ausgangssituation wie folgt, dass wir mit vielen Insellösungen und keiner durchgängigen Datenerfassung konfrontiert wurden. Wir haben eine Produktion, wir haben knapp 20 Millionen Euro Umsatz, von der waren Strukturen da, die Effizienz und Transparenz gefordert haben. Diese Effizienz und die Transparenz haben wir durch ein integriertes System erlangt. Wir haben heute einen Zustand, in dem wir eine effiziente, integrierte Datenerfassung von der Beschaffung über die Produktion, die Läger bis hin zum Absatz implementiert haben.
Diese Daten, die heute überall dort anfallen, werden letztendlich in einem Bereichsinformationssystem der Firma Braukommune zur Verfügung gestellt, als zentrales Analysetool, und dienen dann Management für Entscheidungen oder letzten Endes dann aber auch einem Absatz, dem Außendienst, der dann mit Vertreterlösungen, die auch von CSB kommen, vor Ort beim Kunden zu Entscheidungen oder einer schnelleren Auftragsabwicklung führen können. Also hier haben wir auch in erheblichem Maße dazu beigetragen, die Prozesse vornehmlich in der Warenwirtschaft effizienter zu gestalten und heute auch eine Kontrollfunktion zu implementieren. Das letzte Beispiel aus der Praxis ist Bäckers Bester. Bäckers Bester ist für mich ein Vorzeigeprodukt, was Integration anbelangt, auch ein Vorzeigeprodukt, Betrieb, was die Umsetzung anbelangt. Bäckers Bester sitzt in Niedersachsen zwischen Kassel und Göttingen und gehört heute zu den führenden Fruchtsaftherstellern in Deutschland mit knapp 50 Millionen Litern, auch familiengeführt in vierter Generation. Ist man sehr traditionsbewusst eingestellt, bedacht auf Nachhaltigkeit. So hat man dann aber auch vor 10 Jahren circa die Notwendigkeit gesehen, den nächsten Schritt in die Zukunft zu gehen und sich für die Zukunft richtig aufzustellen. Es gab eine Prozesslandschaft, die geprägt war von vielen Insellösungen, die geprägt war von keiner einheitlichen Datenerfassung. Zum Beispiel die Bonitierung des Obstes wurde auf Papier erfasst und eine Vergütung der Rohstofflieferanten ebenso. Was wir begonnen haben vor 10 Jahren, und der erste Schritt in Richtung Digitalisierung war, dass der wichtigste erste Schritt war, einen einheitlichen Datenpool zu schaffen. Einen einheitlichen Datenpool für sämtliche Stammdaten, für Artikeldaten, Adressdaten, für mehr als 500 Rezepturen, die wir dort implementiert haben. All diese waren die Basis und sind sie heute noch für sämtliche standardisierten Prozesse. Hier möchte ich darauf hinweisen, es wurde nichts individuell entwickelt, sondern wir haben auf CSB-Standardprozesse zurückgegriffen, die dort implementiert wurden. Angefangen bei einem optimalen Beschaffungsprozess für Rohstoffe bis hin zu einer Absatzplanung, sodass wir heute eine komplett elektronische und automatische Auftragseingangserfassung haben, die es uns dann auch bei der Firma Bäckers Beste erlaubt, noch nicht mal in einer Stunde nach Auftragsausbuchung die Beladung der LKWs vorzunehmen. Sie sehen es hier in dem Werk, die Wege sind größer. Also das hat erheblich an Zeitersparnis beigetragen. Wo ich aber noch mal ein Augenmerk drauf werfen möchte, ist auf das Projekt, was wir im vergangenen Jahr umgesetzt haben. Die Marktanforderungen auch für Fruchtsafthersteller sind in den letzten Jahren gestiegen. Auch hier ist der Wettbewerb größer geworden. So hat sich Bäckers Bester im vergangenen Jahr dazu entschieden, in eine Saftaufbereitungsanlage zu investieren. Und diese Saftaufbereitungsanlage wurde im vergangenen Jahr innerhalb von 2 Monaten implementiert und automatisiert. Was haben wir getan? Wir haben eine WinCC-Prozessvisualisierung installiert und haben diese zusammen mit einer von CSB aufgesetzten SPS-Steuerung und einem Prozessleitsystem auch von CSB in ein ERP-System, in unser ERP-System überführt. Das heißt, wir haben an dieser Stelle eine neue Saftaufbereitungsanlage in Betrieb genommen und in diesem Zuge aber sämtliche Insellösungen und Medienbrüche beseitigt. Diese Prozesslandschaft ist dadurch einheitlich geworden und wir haben einen erheblichen höheren Automationsgrad und eine größere Prozessqualität, als wir sie davor hatten. Das führt dazu, dass wir natürlich optimierte Wartungen haben. Das führt dazu, dass der Schwund geringer geworden ist. Wir haben Flexibilität erlangt und wir können heute aber auch Reinigungschargen hinsichtlich eines Qualitätsmanagements automatisch generieren und in diesen Prozess implementieren. Was noch an der Stelle neu ist bei Bäckers Bester,
Das ist die Anpassung des NVE-Managements. Beckers Beste hat ein Hochregallager, was betrieben wird von Westfalia. Und in der Vergangenheit war es so, dass nicht nur der Materialfluss bei Westfalia war, sondern eben auch das NVE-Management. Heute haben wir das NVE-Management ins ERP-System geholt. Die Basis für das NVE-Management kommt aus CSB und übernimmt die Führung. An der Stelle rückt Westfalia zurück, steuert den Materialfluss und bleibt als Subsystem bestehen. Damit haben wir letzten Endes eine perfekte Verzahnung von CSB und Maschine. Ja, das sind drei Praxisbeispiele gewesen, die einen kleinen Teil dessen abbilden, was CSB, was das ERP-System von uns heute kann. Wir sind aber genauso auch mit vielen anderen Lösungen in der Getränkebranche vertreten, was Software, was Hardware, Services und Business Consulting anbelangt. Im Bereich des Managements, der Planung bieten wir heute ein umfassendes BI an mit Cubes. Also wir können Daten selektieren, wir können diese visuell aufbereiten und dann auch für Entscheidungsprozesse schnell zur Verfügung geben. Es bietet die Möglichkeit, heute ein Dokumentenmanagementsystem zu implementieren für interne Betriebsabläufe, um diese zu steuern. Zum Beispiel einen Urlaubsantrag im Personalwesen. Diesen kann ich über die verschiedenen Hierarchien automatisch anstupsen. Das kann sogar heute auf einer webbasierten Version gelangen. Das heißt, ich kann von bequem, von meinem Endgerät, von zu Hause das Ganze steuern. Also das sind Möglichkeiten, die wir in dem Bereich haben. Wir bieten genauso im Bereich der Hardware heute industrielle Bildverarbeitung an, die es vermag, zum Beispiel Paletten zu scannen, Mischpaletten zu scannen und daraus eine NVE zu generieren und dem Lager zu überführen. Wir haben die Möglichkeit, ein CSB-Rack beispielsweise überall dort, wo es feucht ist, wo es nass ist, wo Schmutz anfällt, einen Industriearbeitsplatz zu implementieren. Das sind Beispiele für Hardware, die wir heute mit an die Hand geben, entwickeln und vor allem in der Getränkebranche und in der Foodbranche zur Verfügung stellen. Es sind einige Lösungen gewesen. Ich würde gerne auf viel mehr andere Lösungen noch eingehen, stehe aber an der Stelle jetzt mal für Fragen zur Verfügung. Und ja, Genau, dann melde ich mich noch mal ganz kurz zurück. Erstmal vielen Dank, Frederik, für den interessanten Einblick heute in den 30 Minuten in die Digitalisierung und Automatisierung in der Getränkeindustrie. Und vielleicht können wir noch mal vertiefen auf ein Thema eingehen, das Thema EDI. Ist ja wirklich interessant. Und gerade auch wenn man Kooperationen mit großen Handelsketten hat, ist es ja heutzutage auch unumgänglich. Kannst du uns da vielleicht noch mal genauer sagen, was da die Standardschnittstellen und Interfaces bei CSB sind? Ja, gerne. Ich hatte es zu Beginn, glaube ich, bei den externen Faktoren erwähnt, beziehungsweise die Beweggründe für eine unsichere Gegenwart oder auch vielleicht Zukunft und die Rolle, die hier heute eben große Handelsketten spielen. Das Thema EDI ist eins, was heute unumgänglich ist und CSB im Standard abbildet. Das heißt, sämtliche Schnittstellen, EDI-Schnittstellen, ob das die Preisauszeichnung, ob das Precard ist, ob das das ADV ist oder Orders sein kann, all diese Schnittstellen bieten wir heute im Standard an, zu jeglichen Handelsketten, die Sie kennen. Aber das Thema ist natürlich viel umfassender. Das heißt, wie ich auch in den Folien zuvor angedeutet habe, geht es ja auch nicht nur um EDI-Schnittstellen, es geht auch um Schnittstellen, um eventuell Maschinen anzubinden, um Maschinen in ein ERP-System zu überführen. Und an der Stelle bietet CSB auch ein umfassendes Standardschnittstellenprogramm an, um zu Qualifax in QM, um vielleicht zu einem Profit-System, um beispielsweise zu Dativ eine Schnittstelle herzustellen. Also wenn Sie in dem Bereich irgendwelche speziellen Anforderungen haben, freuen wir uns natürlich gerne. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und dann bin ich mir sicher, dass wir da eine Lösung finden. Genau.
Ja, jetzt war die Präsentation schneller, als mir lieb war. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, dass wir da einen kleinen Einblick bieten konnten für aktuelle Themen in der Getränkebranche. Würde mich freuen, wenn wir Kontakt aufnehmen und stehe gerne bei der Wahl für ein geeignetes ERP-System oder vielleicht auch die ersten Schritte zu einer Digitalisierung stehen wir gerne zur Verfügung. Danke. Genau. Genau, die Kontaktdaten kann man gerade nicht mehr sehen, aber Sie bekommen die auch nochmal mit der Aufzeichnung zugeschickt. Frederik hat schon gesagt, melden Sie sich gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank, genau, da sind Sie nochmal. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ja, vielleicht bis zu einem unserer nächsten Webinare. Bis dann, auf Vielen Wiedersehen. Dank.